Costa Rica, mitten im Regenwald. Es ist früher Morgen. Edgar Corrales ist auf der Jagd. Diese Sorte ist wichtig für mich. Schließlich bin ich von den Schmetterlingen abhängig. Und so einen habe ich noch nicht in meinem Gewächshaus. Der hat einen hohen Wert. Hunderte Schmetterlingsarten leben im tropischen Regenwald. Trotz ihrer leuchtenden Farben sind sie gut getarnt. Einfach die Flügel zusammenklappen und schon verschwinden sie regelrecht im grünbraunen Dickicht, wie der fast handgroße Caligo. Zwanzig bis 30 Zentimeter groß ist der Symbolfalter Costa Ricas, der blaue Morpho. Edgar Corrales hat mittlerweile einen geübten Blick. Er geht regelmäßig auf Schmetterlingsjagd, in seinem eigenen Regenwald. Seitdem die Schmetterlinge seiner Familie ernähren, schützt er seinen Wald. Seine Finca liegt im Norden Costa Ricas, eine Stunde Fahrt vom nächsten Dorf entfernt. Das Leben hier draußen ist einfach. Das Bad ist open air. Zwei kleine Schlafzimmer hat das Holzhaus, das sich, wenn alle da sind, 9 Menschen teilen. Früher hat Edgar gemeinsam mit seinem Bruder Felix Landwirtschaft betrieben. Vor 6 Jahren haben sie auf Schmetterlingszucht umgestellt. Das bringt mehr ein.